überhaupt an Musik? Wir haben vorhin schon bei der Eröffnungsveranstaltung gehört von der Anekdote, die Leute spielen sich die Musik nur noch mit YouTube zu. Wie finden Teenager ihr Publikum? Ich übergebe gleich, wir sind ein bisschen in Verzug, an Christoph Schrag von Fritz, der das Panel leiten wird. Es gibt gleich mal eine Präsentation am Anfang. Viel Spaß und Applaus für Christoph. Guten Tag, ja. Mein Name ist Christoph Schrag. Hallo, ich habe gerade selber das ausprobiert mit diesem Empfindsender. Das heißt also, die Frage, when teenage music fans are your audience, ist auch eine, die mich andauernd überfordert, wenn ich selber mein Programm zusammenstelle. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auch auf die Ergebnisse hier. Die kommen natürlich nicht von mir, sondern die kommen von Experten aus der Runde. Es handelt sich um Carsten Kollmus zum Beispiel von Joyce, dessen Leben gewissermaßen davon abhängt, dass Teenage-Music-Fans einschalten bei Joyce. Auf der anderen Seite sieht es bei Shiggs Amemia ebenso aus. Er ist CEO von iMusician. Das ist eine Plattform, die es ermöglicht, Musik zu verbreiten auf verschiedensten Plattformen wie iTunes, Spotify und so weiter. Also wenn Musiker ihre Songs in die Welt hinauskriegen wollen online, dann ist Shiggs der Mann möglicherweise dafür. Und auch er hat sich beschäftigt damit, wie kommt man eigentlich ran an Teenage-Music-Fans? Wofür interessieren die sich? Was ist die Art von Musik? Und wie erreiche ich sie über welche Kanäle zum Beispiel? Und dann haben wir für die politische und gesellschaftliche Einordnung des gesamten Themas am Ende auch noch Thomas Krüger, den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, der das Ganze, wie gesagt, dann nochmal einsortiert, was sind denn möglicherweise auch die Gefahren, was sind die Herausforderungen, was für Probleme stellen sich, wenn ich mit minderjährigen Publikum zu tun habe, was ist sozusagen die Verantwortung, die ich als Produzent von Inhalten dann auch noch mitbringe. Und ganz am Ende werden wir eine Diskussionsrunde haben, wo uns noch zwei Kollegen von Street University begleiten werden in dieser Diskussionsrunde. Sie selber sind noch dem jugendlichen Milieu zuzurechnen, würde ich mal sagen, 19 Jahre alt, machen aber selber auch schon Medien, haben nochmal einen ganz anderen Blick möglicherweise auf diese Geschichte. Also ich glaube, es wird eine spannende Diskussion. Wir haben wenig Zeit, wir haben bis 1 Uhr nur, um das alles zu klären. Deswegen will ich direkt einstarten. Ich habe aber auch schon gehört, wir dürfen überziehen, weil hinterher Mittagspause ist. Das heißt, wenn wir bereit sind zu hungern und zu leiden dafür, dann können wir durchaus auch nochmal den einen oder anderen Punkt mehr mitnehmen. Das bleibt aber jedem selbst überlassen und ich will es dahin nicht drängen. Wir beginnen mit Carsten Kollmus von Joyce, der uns einführen wird in die Frage, die er sich wahrscheinlich selber jeden Tag stellen muss. Wie erreiche ich denn Teenager? Was wollen die eigentlich von uns? Wer sind diese Menschen überhaupt? Was für Musik wollen die hören? Wie wollen die erreicht werden? Wollen die mitmachen in dem Programm? Wollen die das nicht? Wollen die beschallt werden? Was wollen die überhaupt? Carsten Kollmus hat einen Vortrag für uns. Großen Applaus bitte von Joyce. Bleibt doch erstmal noch kurz hier. Ist dieses Mikro auch an? Wunderschönen guten Tag. So, Carsten, meine große Frage, ich als Radiomoderator für eine Jugendsendung sozusagen, ist ja, wie finde ich eigentlich raus, was die Kids wollen? Im Radio kommt nichts zurück, bei euch kommt ja ein bisschen was zurück. Hilft das? Na klar hilft das. Also, bei uns kommt sehr viel zurück, das ist das Konzept. Es geht darum, dass wir klassisches Fernsehen mit sozialen Netzwerken, mit Communities, mit allen Interaktionsmöglichkeiten, die da draußen genutzt werden, bis hin zu WhatsApp, verbinden. Und da hören wir jeden Tag genau hin und versuchen, da unsere Lehre rauszuziehen. Aber natürlich gibt es da gerade in dieser sich verändernden Medienlandschaft kein Patentrezept. Also bei uns ist so, Stillstand ist Rückschritt. Also wir müssen sehr darauf achten, dass wir uns einfach jeden Tag neu erfinden und hinterfragen und Dinge einfach ausprobieren. Ne? Ihr seid jetzt ein Jahr hier in Deutschland am Werk, 3 Jahre gibt es das Ganze schon in der Schweiz. Mhm. Hat sich denn grundlegend was geändert an dem Konzept in der Zwischenzeit? Gab es so Dinge, wo ihr am Anfang gedacht habt, ja, so machen wir das, dann haben wir sie alle im Sack und am Ende hat es aber nicht funktioniert und ihr habt das gelassen? Was wir gemerkt haben, ist, dass der Markt in Deutschland viel kompetitiver ist, als das in der Schweiz ist. Wir senden da an 8 Millionen deutschsprachige Schweizer. Das ist ein bisschen mehr, als Leute hier in Berlin leben. Und wir haben einfach hier einen ganz anderen Markt in Deutschland und haben das Programm relativ schnell ausbauen müssen und haben neue Formate auf den Sender gebracht, die es so in der Schweiz bisher nicht gab. Zum Beispiel? Ja. Wir haben mit einem Politikformat angefangen, zeige ich euch auch gleich nachher. Wir haben Dating-Shows gemacht, die es in der Schweiz vorher nicht gab, haben wir ausprobiert. Wir haben eine Kochsendung gehabt, die es so in der Form nicht gab. Wir sind jetzt gestartet und werden auch noch weiter starten mit Programmeinkauf, das heißt fiktionale Formate, die es so bisher in der Schweiz noch nicht gab, außer einem kleinen Test mit Türkisch für Anfänger. Das sind ja schon in einem Jahr echt viele Dinge, die neu dazugekommen sind für den Sender. Kannst du eine kurze Überschrift geben über den Vortrag, den du jetzt hältst? Ich habe mich sehr an die Überschrift, an eure Vorgaben gehalten.
und erzähle euch ein bisschen was über Interaktion, wie wir versuchen, mit der Zielgruppe in Verbindung zu treten. Und der Schwerpunkt ist Musik. Ich habe zwei Shows mitgebracht, anhand der man es sehen kann, wie wir diese Kommunikation mit der Zielgruppe suchen. Und habe dann am Ende tatsächlich noch ein bisschen was über das Thema Politik mitgebracht, einfach um zu zeigen, dass wir kein Musiksender sind im klassischen Sinne, sondern wir sind tatsächlich ein Vollprogramm und unsere Range ist sehr breit. Und das einfach da abzurunden und zu zeigen. Dazwischen gibt es noch ganz, ganz viel, aber dann wird es halt einfach eine Stunde, anderthalb dauern, aber nicht 10 Minuten. Ne? Carsten Kollmus in 10 Minuten die gesamte Weisheit von Joyce präsentiert. Ja? Das Mikro nehme ich. Großen Applaus. Ja, nimm doch das Mikro mit. Ich reiche es dir rüber. Ach so, weil ich es gerade erlebe, wenn es sehr rauscht, dann liegt das möglicherweise daran, dass der Infrarotempfänger von euren Flossen verdeckt ist. Das sind hier Infrarotstrahler, die strahlen uns, die haben keine Nebenwirkungen. Offenbar macht diese Firma das schon seit 60 Jahren so. Okay. Und die sehen alle noch aus wie 40. Das heißt, das ist also ungefährlich. Frei machen. Also nicht euch, sondern diesen Infrarotempfänger. Dann rauscht es weniger. Carsten Kollmus, Joyce. Okay. Wie das sich gehört vom Fernsehsender, haben wir dann auch gleich an Bewegtbild-Trailer, der euch mal so ein bisschen in anderthalb Minuten zeigt, was wir so den ganzen Tag machen und was wir die letzten Monate gemacht haben, bevor wir dann auf ein, zwei Musikformate im Detail eingehen. Stars und Newcomer. Sag jetzt. Nein. Sag. Echte Momente. Ich muss ja nicht rumlügen, weißt du? 100% Realness. Gänsehaut. Interaktion. Wir haben hier bereits schon Feedback aus dem Chat. Joyce.de/onair, das ist die Adresse dafür. Musik. Talks. Ihr verpisst euch jetzt mal schön vom Set. Und geballte News-Updates. Geil! Ich hab keinen Bock, mit dir zu reden, die einfach. What the fuck? Geil, oder? Hammer. Einschalten, mitmachen. Joyce, dein neuer Sender im Free TV. Hier läuft nichts ohne dich. Das war so die gesamte Range dessen, was wir so die letzten Monate gemacht haben. Man sieht jetzt hier auf dem Bild, auch wenn man nicht alles erkennen kann, dass Musik ein großer Schwerpunkt ist. Wir haben all diese Menschen, die man hier sieht, bei uns live im Studio. Also auch hier die Bitte, wer sich das mal anschauen möchte. Wir sitzen genau gegenüber hier von diesem Gebäude, produzieren da mit einem Team von knapp 70 Menschen, sind dort in der Daily-Live-Produktion. Das ist auch ganz wichtig für Interaktion, eben live zu produzieren, live Inhalte der Zielgruppe darbieten zu können, damit man diese wieder verändern kann. Also dieses Thema, wie kann ich interagieren mit dem Fernsehsender, hängt auch sehr stark mit der Live-Produktion eines solchen Senders zusammen. Ich zeige es euch später in den bewegten Bildern auch nochmal. Es gibt bei uns sehr viele Möglichkeiten, in das Fernsehen hineinzukommen. Das heißt, dass man beispielsweise jetzt vor ein paar Wochen gesehen hat mit The Rising Star, wo man eine App runterlädt und dann das Bild vielleicht auch nicht, auf der Wand erscheint und man damit ins Fernsehen kommt. Das ist eine Geschichte, die wir seit 3 Jahren machen. Man sieht in dem mittleren Bild, es gibt eine App, man checkt sich ein in das Format, man schaut das und das Profilbild, mit dem man sich angemeldet hat bei uns, entweder über Facebook oder über einen eigenen Account bei uns, erscheint dann live im TV. Das ist die eine einfachste Möglichkeit, ins Fernsehen zu kommen. Das andere sind mit Meinungen, mit Fragen direkt ins Live-Programm reinzukommen. Man kann rein skypen, also der Musiker, der Künstler, der Moderator, sage ich später auch nochmal, ist wirklich hautnah. Das heißt, ich kann ihm Fragen stellen, ich kann ihm sagen, welches Lied soll er denn als nächstes spielen. Auch unbequeme Fragen können gestellt werden. In der Regel ist es so, dass das Management eines Künstlers relativ genau vorgibt, was denn nun das Thema sein soll der Show. Bei uns ist es so, dass wir uns da als Moderator, als Sender sehr stark dran halten. Aber wenn aus der Community Fragen kommen, zum Tod der Eltern, zum Thema Fußball, dass die Sportis eigentlich gar nicht mehr hören dürfen, laut Management, dann würde die Frage trotzdem gestellt und keiner ist uns böse. Im Gegenteil, die Künstler finden es eben sehr authentisch, direkt mit der Zielgruppe in Interaktion zu treten und sich das anzuhören. Als ein Format, wo wir dies sehr widerspiegeln,
ist ein Format, das wir jeden Tag produzieren. Das ist unser Living Room, heißt deshalb so, weil er mitten bei uns im Studio in unseren Büroräumen stattfindet. Wir sind auch Teil des Ganzen, also nicht so wie bei einem anderen Sender, wo man eben eine rote Glocke sieht und dann muss Ruhe sein, sondern jeder Mitarbeiter vom Praktikant bis zum Geschäftsführer ist Teil dieser Sendung. Und ich habe auch schon in der Live-Sendung einen Anschiss bekommen, weil ich zu laut war. Das gehört alles dazu, dieses auf Augenhöhe, was auch später nochmal kommt. Das ist ein Format der Living Room, wo wir eine Stunde lang über Musik reden, über Filme, wo wir Performances haben und auch hier mal einen kurzen Ausschnitt dazu. Hallo und herzlich willkommen im Living Room. Wir sind dein Live-Talk-Musikformat. Mit fetten Live-Performances und geballter Star-Power. Hier kannst du jederzeit mitmachen. Hi, hey. Philipp. Deine Frage an die Sportis. Dankeschön. Du bist interaktiv und mit dabei. Also Leute, das dürft ihr nicht verpassen. Ihr seid aber auch ein geiler Haufen hier. Auch hier hat man jetzt gesehen, dass da schon ein großes Maß an Interaktion da ist. Ich habe zu jeder Sendung, aber das auch die Frage war, wie kriegen wir überhaupt unsere Zielgruppe, wie können wir das machen, mal so ein paar Schlagworte aufgegriffen. Eine authentische Ansprache habe ich schon gesagt, also bei uns ist, haben wir zwar natürlich einen Programmdirektor, aber die Zielgruppe ist auch selbst Programmdirektor, kann Teil dieses Programms selbst bestimmen, kann Einfluss nehmen. Wir sind nicht die, die von hier oben herab eben vorgeben, was sie interessiert haben, sondern sie können mitbestimmen, deshalb dieses auf Augenhöhe. Multiplattform und Schlagwort, das ist klar. Wir haben eine App, wir haben einen Stream, wir gehen auf YouTube, wir verteilen unsere Inhalte überall dorthin, wo unsere Zielgruppe theoretisch auch zu erreichen ist oder wo sie uns konsumiert und müssen da in Echtzeit reagieren können. Und die Partizipationsmöglichkeiten, habe ich eben gesagt, mit den Künstlern reden, mit den Moderatoren reden, das Ganze beeinflussen. Früher, und das wird uns oft auch vorgeworfen, hey, ihr findet ja gar nichts Neues, das ist ja das, was es schon immer gibt. Aber zu Zeiten von Giga oder auch Viva und Co. War das ja auch schon eine Idee. Da gab es auch schon Sendungen, die hießen sogar interaktiv. Aber es gab einfach diese Medien da draußen nicht, ja, sondern es gab ein SMS und es gab ein Fax und heutzutage gibt es eben Facebook und Communities und WhatsApp und hin und her. Und wir haben durch Künstler, die bei uns da sind, durch Leute, die Dinge posten, haben wir enorme Zugriffraten auf unsere Seite und auch im TV, sodass man da sieht, dass dieser Schneeballeffekt jetzt allein durch diese Communities und diese Erreichbarkeit der Zielgruppe ein ganz anderes ist, als das früher war, wo man Faxe in ein Studio reinschicken musste. Deshalb die Anbindung an Social Networks und Communities und alles, was dann noch kommen wird, ist für uns enorm wichtig. Wir investieren sehr viel in Technik, um da auch Schritt halten zu können und das nächste Facebook genauso in unser Programm einbinden zu können, wie wir das jetzt mit Facebook tun. Zum Thema Musik, breite Tiefe ist ganz wichtig. Es macht keinen Sinn, einen Sender nur mit Hip-Hop laufen zu lassen. Wir müssen von den Newcomer-Bands, von den Trends, die wir entdecken oder die unsere Zielgruppe uns zuruft, genauso im Portfolio haben wie eben etablierte Bands, die natürlich in den Charts sind und die auch die Berechtigung haben, natürlich bei uns auftreten zu können, zu sollen. Dialog statt Monolog ist so das Schlagwort, mit dem man das alles umreißen kann. Jederzeit und überall. Das hängt natürlich mit den Plattformen und den Tools zusammen, die wir zur Verfügung haben. Eine zweite Geschichte, gerade jetzt mit der Diskussion um Scripted Reality und sind Votings überhaupt real und authentisch und ist das überhaupt, was man da vorgesetzt bekommt, überhaupt das, was man sehen will und ist das live, ist das zum Anfassen? Wir haben jetzt in der dritten Staffel einen Newcomer-Band-Wettbewerb, der heißt Home Run. Und hier ist es wirklich so, dass wir ganz oft auch denken, Mensch, die Band finde ich jetzt cool, die müsste eigentlich gewinnen. Und im Endeffekt gewinnt die andere Band, weil es wirklich ein Live-Zuschauer-Voting ist, das auch während der Sendung live eingespielt wird. Die Bands rufen ihre Community auf und sagen, Mensch, hey, wir liegen hinten, gebt mal Gas. Und je besser die das schaffen, je mehr sie ihre Fans aktivieren und die Fans diese Band unterstützen, umso eher ist die Chance, dass sie weiterkommen. Wir hatten die ersten Wochen, Monate, als wir in Deutschland gestartet sind, kann man sagen, große Probleme, dieses Format zu füllen. Und jetzt überrennt uns das. Wir sind in der dritten Staffel, wir kriegen mittlerweile Bands, die auch schon Plattenverträge haben, die das einfach lieben, gegeneinander zu performen. Es ist ein Battle, das hatte ich noch nicht gesagt. Und schaut mal rein. Wir haben dann immer auch ein großes Abschlussevent bei uns, letztens mit 200 Leuten. Die Bands gewinnen keine Millionen, sie gewinnen keinen Plattenvertrag, sie werden eine Woche lang bei uns über die Kanäle mitgeschleift, kriegen natürlich einen professionellen TV-Auftritt und das ist so der Grund, weshalb sie da gerne dabei sein wollen. Home Run. Wir zeigen euch die Zukunft der deutschen Musiklandschaft schon heute. Willkommen zum Battle der Bands hier auf Joyce. Wir sind nämlich hier die Plattform für frische Künstler. Zwei Bands, zwei Songs, ein Gewinner. Du entscheidest per Live-Voting. Less of too much. Do you still feel, or
Run. Immer freitags, 17.30 Uhr bei Joyce. Auch hier dann noch drei Folien, dann nicht durch. Warum glauben wir, dass sowas funktioniert und merken das auch an den Votings, an den Reaktionen? Klar, die Fans werden zur Jury, die Fans werden zum Trendscout. Sie können sich selbst aussuchen, wer gewinnen soll, wer weiterkommt, wer dann auch ins Finale kommt. Sie können Bands vorschlagen, sie sind Teil des Ganzen. Sie können es dann auch hautnah erleben, wenn sie hier in Berlin sind. Können sie sich die Show anschauen. Wir haben wirklich eine offene Tür für jeden, der sich das anschauen möchte. Und natürlich, wir streamen das über alle Tattoos und Magins dieser Welt. Wir bringen das auf YouTube, wir haben es auf unserer Plattform. Es gibt da keine Reglementierung, ganz im Gegenteil, wir streuen das überall dahin, wo es dann theoretisch gesehen werden kann. Und wir innerhalb des Formats decken wir eine Breite an Genres ab und versuchen da natürlich auch eine breite Zielgruppe anzusprechen. Zum Thema, was machen wir außerhalb von Musik? Nur so ein Ding ist das Thema Politik. Wir versuchen etwas, was viele vor uns dann irgendwann nicht mehr geschafft haben, denn wir wollen tatsächlich eine junge Zielgruppe, die weitestgehend YouTube und Co. konsumiert, wieder ins klassische TV zu holen. Wir merken durch Umfragen, die wir getätigt haben mit dem Institut, dass 70% unserer Zuschauer uns eben auch mit diesem großen Screen, dem Fernseher, schauen, ob sie das über ein IPTV machen, über welchen Zugang auch immer. Sie nutzen den großen Screen, der ist immer noch wichtig, aber sie nutzen darüber hinaus natürlich weitere kleine Geräte. Diese Unterteilung zwischen First und Second Screen würde ich an der Stelle gar nicht tun, weil das sehr nutzungsabhängig ist, was gerade wichtig, was unwichtig ist, ob groß oder klein. Ein Thema, was wir zu den Bundestagswahlen im letzten Jahr gelauncht haben, ist das Thema Jung und Naiv. Thilo Jung ist ein ehemaliges Model hier aus Berlin, hatte einen YouTube-Kanal und wir haben diesen YouTube-Kanal ins Fernsehen geholt. Und schaut euch das mal an, wie er das macht, und dann sage ich danach noch zwei Sätze dazu. Kannst du kurz erzählen, wie das kam? Wir sitzen uns unheimlich nah zusammen, aber das ist vielleicht in diesem Format so. Das ist mit Absicht so. Ach so, okay, jetzt merke ich es erst. Was haben die gegen euch? Eine spannende Frage, so richtig kann ich es auch nicht beantworten. Du kennst WhatsApp? Ja, klar. Warum wird überwacht? Wir stehen jetzt hier vom Reichstag, da wollt ihr rein. Ich wäre davon nichts mehr überrascht. Das heißt, du warst irgendwann auch jung und naiv. Jetzt haben sie mich wiedererkannt, das finde ich ganz gut. Anders als sie hat die Bundeskanzlerin mich nicht geduzt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Jung und naiv, immer montags um 19.30 Uhr bei Joyce. Das ist so ein Beispiel dafür, dass es nicht nur immer um Interaktion geht, sondern oftmals geht es auch tatsächlich um den sich berieseln lassen, aber auf eine Art und Weise, wie sie vielleicht auf Augenhöhe mit einer Zielgruppe ist und wie sie vielleicht im deutschen Fernsehen nicht immer stattfindet. Gerade das Thema Politik komme ich auch oft an meine Grenzen und verstehe nicht immer all das, was in irgendwelchen hochtrabenden Diskussionssendungen da präsentiert wird. Und Thilo ist jemand, das hat man gemerkt, der auf Du mit den Politikern ist, der auf Du auch mit der Zielgruppe ist und die Themen eben auf eine Art und Weise erklärt, sodass jeder das versteht. Vielleicht nicht ganz in der Tiefe, wie man das dann vielleicht in einem ZDF- oder ARD-Format macht, aber so, dass die Zielgruppe sich angesprochen fühlt und sich vielleicht dann auch weiter beschäftigt und zumindest ein Wissen hat, dass sie ansonsten sich ja vielleicht auf eine Internetseite oder so holt. Und dann kommt hier eine Folie. Abschließend, um das zu sagen, was glauben wir, was sind die Erfolgsfaktoren? Bei aller Vorsicht und bei aller, das soll nicht anmaßend sein, weil das, die ganze Mediengesellschaft, Landschaft ist so im Wandel, dass man da nie weiß, in welche Richtung es geht und man sich mehr neu orientieren muss. Aber bei uns ist, glaube ich, das Thema, dass es der richtige Content sein muss für unsere Zielgruppe. Das Thema Mitbestimmen und Interaktion, das Thema Authentizität ist ganz wichtig. Man kann den Leuten, jetzt vor zwei Wochen wieder passiert, nicht vormachen, dass die Songauswahl eben real war und dann war sie es doch nicht. Und Multiplattform auch klar. Und unterm Strich, wenn wir das alles hinkriegen, dann werden wir wieder eine Art neue Medienheimat für eine Zielgruppe, ja, die sich im Moment sehr stark im Digitalen verliert oder sich da befindet und das Fernsehen nicht mehr so, gerade das lineare Fernsehen, als nicht mehr sehr wichtig erachtet. Ja? Carsten Kolmus von Joyce. Vielen Dank. Carsten, komm zu dir. Warte, ich komm zu dir. Wir machen hier so ein bisschen so eine rechtslastige Bühne. Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Und zwar die erste, die ich mir jetzt selber gestellt habe, ist, wie würde dieses Ding hier aussehen, dieses Panel, was wir hier haben, wenn wir alle Teenager wären, beziehungsweise wir hier oben nicht, weil wir machen das Programm sozusagen, aber unser Teenage-Publikum sitzt vor uns. Was müssten wir jetzt komplett ändern hier? Du meinst im Panel, in der Präsentation? Ja, oder? Genau. Also wie müsste das jetzt aussehen? Also du müsstest doch jetzt eigentlich von dort dauernd Textnachrichten kommen, die hätten wir hier auf der Leinwand sozusagen. Wie müsste hier die Interaktion mit unserem Publikum aussehen, wenn das ein Teenage-Publikum wäre? Also zum ersten Mal, glaube ich, müsste
Vielleicht müsste man vorher auch fragen, welche Themen relevant sind. Da geht es schon mal los. Also ja. Bei der Themenauswahl hat man das gemacht, das weiß ich nicht. Dann müsste man sehr stark in den Dialog natürlich gehen. Weil im Moment ist es ein Monolog, ich erzähle, ich kann mich selbst so gut wie gar nicht hören. Ich kriege keine Ahnung, was in den Köpfen da drin vorgeht. Mhm. Das sind so die Basics. Die man machen müsste wahrscheinlich. Okay, ja, für mich ist das eine sehr gewohnte Situation mit Kopfhörern auf. Ich habe es jetzt mal abgenommen, das ist ein bisschen wie Radio, man weiß gar nicht, was draußen passiert, man quatscht einfach mal erstmal so vor sich hin. Vielleicht muss man daran auch was ändern. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, lineares Fernsehen ist sozusagen der Dinosaurierweg. Mhm. Wie lange gibst du dem linearen Fernsehen noch? Es ist zwar der Dinosaurierweg, aber wenn man sich anschaut... Wir werden ja auch alle Dinosaurier, ne? Ja, erstens das, also Lebensgewohnheiten und Umstände ändern sich, ne? Und man wird auch irgendwann nicht mehr diese Interaktivität, die wird abnehmen, weil das Zeitkontingent wird einfach geringer. Mhm. Ich glaube, es wird immer lineares Fernsehen gehen. Es wird vor allen Dingen wird es immer diesen großen Screen geben. Was darauf läuft, ob das jetzt tatsächlich das klassische lineare Fernsehen ist oder ob da YouTube mit angeschaut wird oder Netflix oder wer auch immer da jetzt kommt, wird man sehen. Es wird immer diese Säulen geben, es wird die Events geben, es wird die Länderspiele geben, die WM. Themen, es wird Serien geben, die man darüber konsumiert, weil man einfach, aber es wird sich dieses, ich kann das überall und wann immer ich will, das wird sich einfach verändern. Okay, du hast jetzt sogar schon angesprochen, dass ihr so einen kleinen vorsichtigen Zeigefinger euch selber gegenüber schon erhebt, das Zeitkontingent wird knapper vom eigenen Publikum. Mhm. Das möchte ich mal in die Diskussion nachher verweisen, was man dagegen dann macht und ob das nicht eigentlich dann auch sozusagen eine komplette Überforderung ist. Wie weit bereitet ihr euch denn auf einen Wandel des Publikums vor, durch Studien zum Beispiel? Schaut ihr euch Konsumentenstudien an? Guckt ihr, was die Kids von heute wollen? In Fragen... Umfragen. Ja. Also wir haben selbst, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und man ist natürlich am Anfang erstmal beschäftigt, dieses ganze Ding aufzubauen. Wir haben ja tatsächlich schon eine Studie gemacht und haben unsere Heavy-User, Light-User und auch die uns nicht gucken und gut finden, befragt und haben da schon einiges rausgefunden, reagieren da jetzt auch, werden jetzt im September unser Programmschema ein bisschen ändern, haben unsere App verbessert und gelauncht, die sehr viel Kritik bekommen hat. Und auch zu Recht optimieren die Website täglich, sodass wir gerade gestern wieder überlegt haben, sollen wir eigentlich das mal Beta runternehmen? Eigentlich müssen wir es immer drauf lassen, weil wir sie nie, sie würden nicht fertig sein. Beta. Genau. Okay. Also das ist tatsächlich viel on the flight. Also wir sind kein großes Unternehmen, das dann irgendwie PwC oder wen auch immer hier reinholt und eine Analyse macht und dann sich 3 Jahre Zeit lässt, das zu ändern. Wir sind da eigentlich täglich im Dialog und im Wandel. Danke erstmal. Nimm doch bitte wieder Platz, dann sind wir danach auf einer Diskussion. Ich gehe dir mal voraus. Das kannst du einfach so stecken lassen, glaube ich. Oh, ich reiß alles weg. So, hier kommt nämlich schon der Nächste auf die Bühne. Das war die direkte Überleitung eigentlich auch, was das Thema angeht. Deswegen habe ich nach Musikstudien gefragt. Shiggs Amemya ist hier. Er ist Leiter bzw. Gründer von iMusician. Das ist ein Unternehmen, was dafür sorgt, dass Musik, wenn man selber Musiker ist, auch überall auf Online-Portalen landet, zu verschiedenen Kursen dann entsprechend, sodass es an die Musiknutzer kommt. Und er hat sich beschäftigt mit der Frage, was wollen denn Teenage-Music-Fans eigentlich so hören und wo erreiche ich die, auf welchen Kanälen, hat er für eine Studie gemacht und wir sind gespannt auf die Ergebnisse dazu. Zunächst mal, wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet Teenage Musicians anzusprechen? Er wird auf Englisch antworten, wir haben einen Kanal dafür, Kanal 2 ist Deutsch. Good, so I hope English is okay for everyone. If you have a problem understanding, I can slow down. But basically, I'll start with a story. A director from Universal was at the same birthday party as me one night and he said to me, when I was 16, the highlight of my week was to go into a record store where the attendant would have selected maybe 7 LPs for me, save them behind the counter, he would give them to me, and for the next 2 or 3 hours I would listen to them, go through the liner notes, listen to them track by track, and then maybe I would buy one, maybe I wouldn't. And that doesn't exist anymore. And he said to me, if you're so clever, how are you going to put the value back into music? And I just realized then that the modern music industry, the majors, the music industry at large, the companies are so out of touch with us, the consumers, you the consumers, and especially the younger consumers. So I initiated a study, a project at Pop Academy, where we looked at the music consumption behavior of German teenagers from 12 to 18 years old, because we have the idea that regardless of which industry you're in, music, technology, fashion, what
teenagers are doing today will become the trends of tomorrow. They drive, youth culture drives fashion. And that's why what teenagers are doing today, how they consume music, is very, very important to the music industry if we want to become healthy again. Vorab, bevor du uns die Daten dazu gibst in deiner Untersuchung, würde mich interessieren, ist das denn wirklich so eine andere Welt? Sind Teenager so anders als Erwachsene? Oh, completely. So, every time you have a disruptive technology, you have, of course you've heard the word digital natives. They were teenagers, the millennials, the kids who were born after 2000, they were born in a time, they've never held a vinyl in their hands, they've never bought a CD, and since they were born, music was free. They've never paid. So as they become workers once they start earning their own money. And legally responsible. Yeah, legally responsible. How do you expect them to start paying money for something they've never ever paid for in the last 20, 30 years? It's not going to happen. So that's the whole concept. It is to understand the generational gaps, how the other generations and segments work. And this sort of generation gap doesn't always happen because there hasn't been such a disruptive technology like digital since the 30s when radio came out. Dann werden wir uns jetzt mit dem singulären Ereignis beschäftigen, das uns alle überfallen hat. Sheikh Zamemia, dein Vortrag. Ein Applaus tut Not, glaube ich, an dieser Stelle. Yeah, it should be fine. Thank you very much. So, thank you very much for the introduction. So, this is a project that I led at Pop Academy. Three very talented students doing their master program called Jana, Ramona, and Juan. There's a lot of data out there that looks at consumption behavior of teenagers, right? How they listen to music. It's vastly, vastly different from the way we look at music, how we treat music, how we value music. There's a lot of data out there already. But they went out and actually surveyed 300 students from 12 years old to 18 years old, boys and girls from upper socioeconomic households to the lowest, to look at how different they were. Sorry. Good. So as I said earlier, the single premise, the whole thing is in music, fashion, technology, whatever it is. These kids develop habits and behaviors as teenagers, which they carry into their adulthood when they start earning money. And so it's very important. If you want to know what's going to happen in 10 years, then you should be looking at teenagers today. If you look at hip hop, Converse, skateboarding, extreme sports, all of these trends started in the youth culture. And they, as the teenagers grew up into adults, they entered the mainstream, and it became mainstream culture. So I'll get straight into the data. So we do have a lot of secondary data in case you're wondering what our sources are. Where we have used secondary data, it will be clearly noted on the slide. At the same time, Mona, Jana, and Juan went out and got a lot of data themselves, 300 sample spaces, like I said. And so a lot of it is original as well. First concept, value, the importance of music to the German teenager. So this is from the GYM report from 2013. If it is from a secondary source, it's always highlighted like it is down here. So what it shows us is that music is the most consumed media for children, more than playing on the internet, more than surfing, more than anything else. As you can imagine, so I'm not telling you anything new or anything different from us. Music is one of the most important sources of art and media for teenagers. But if you ask them,
So, do you pay for your music? Of the 300, 67% said no, they don't. So, the point being is importance and financial value are not connected. They're mutually exclusive, okay? So, just because it's important, it doesn't mean that people will pay money for it. That is the underlying truth. Millennials, as I mentioned before, these children have never held a vinyl, they've never bought a CD, and music has been free all their lives. As they become wage earners, do you really expect them to start acting differently? So that's what the music industry has to figure out for itself. How do we make money out of the new generation to whom music is very, very important, but who aren't prepared to pay for music itself? Jumping along to devices. This is what sort of devices German teenagers use to consume music. So I was born in the 70s. And so when I think back to when I was a child, when I was a teenager, 70s, 80s, we had four music devices in the house. We didn't have much music in the house, to be honest with you. We had two radios, two cassette players, and in the car we had a cassette radio. Five devices. When I look at what my girlfriend and I have at home, we have 27 devices in the house between the two of us, which can play music, right? The kids that we surveyed, teenagers, teens with no money, they have, on average, 4.5 devices each that can play music. The number that's outstanding here is 89% of them have smartphones now. In my maths, I'm musician maths, that's 100%. For all intents and purposes, if not today, tomorrow, they will all have smartphones. For all our friends in the recording industry, it might serve them well to know that something like 13% of them have a device which can play a CD. As you've noticed, the latest laptops these days, your MacBook Air doesn't have a CD player. So you give a CD to a teen, and he's not really going to know what to do with it. This table is similar, okay. They might have 4.5 devices each, but it shows you which ones they're actually using. So the light blue line underneath is the percentage which is using that device. What you'll see is that smartphones is overwhelmingly the device that teenagers use to consume music. Next is the MP3 player, large overlap, of course, with the smartphone. Then the laptop. Radio. I've marked radio in red because it is an anomaly which I don't really truly understand. It requires more investigation, but we'll return to that in a moment. My group then went out and asked them, if you had to choose one of them only, there was an overwhelming answer, 67%, of course, smartphone. That would be their preferred device for listening to music. Next question, which one would you first throw out the window? Which one don't you need? Overwhelmingly, radio. Okay? So what's the conclusion about devices? It is smartphones. If you have music which is not compatible, or if you have any sort of media that you want to share with teenagers which is not compatible with a smartphone, which you can't get onto a smartphone, then you are missing out on this segment. So source, where do they actually get their music from? Overwhelmingly, 83.5% get their music from YouTube. Okay, in a country where GEMA has blocked a lot of music videos, teenagers with no resources, financial resources, are going to the internet and going to YouTube. Again, this anomaly, radio, 55.5% in second place. I'll get back to that one later. Only 20% have heard of Spotify. So let me phrase that the other way around.
80% have not heard of Spotify in the 12 to 18 year old segment. SoundCloud. I was surprised at SoundCloud at 7.6. I know a lot of people, especially with electronic music, who are listening to a lot of music off SoundCloud. I think there's a lot of growth potential there, but when we get to the key drivers for behavior later, we'll see that children want a large variety. And at the moment, there isn't enough content on SoundCloud yet, but the potential's there. So what are they doing with YouTube? Children are innovative. They've got time, right? They've got time on their side. They like to play. So what they do is they download a free app called iTube or PlayTube onto their smartphone, where they can get their playlists of their favorite songs from YouTube. The app caches the songs so that they can take it offline, wherever they are, out of the country, wherever. Strips all the advertising out so they have it ad-free. And so they have all their music for free. But that's innovation, and that's where children are heading. Just a few years ago, I was a Spotify evangelist. I loved Spotify. I went from spending €0 a year on recorded music to 120. The big difference is I wasn't buying recordings. I was buying a service. I was buying convenience. I would pay €10 a month so that I could find whatever song I like and then take it everywhere with me and have my playlists on every device. I was paying for that convenience. Now that I look at YouTube and what the kids are doing, I thought Spotify was the solution, the light at the end of the tunnel. But now looking at YouTube, I've got to say that maybe Spotify's time is limited. Maybe YouTube, we'll see some big moves with YouTube in the next 5 years. When you compare the two, Spotify, you have to log in. YouTube, no barrier to entry. Spotify, you need an app or a client. YouTube, browser. Spotify, you've got a massive selection. YouTube, it's bigger. Freemium versus free. Monomedia versus multimedia. Official content versus unique. You've got official and unique on YouTube. You've got content, you've got a 5 second crappy YouTube video of Tom York saying something funny to a fan on stage recorded with an iPhone with a million hits. Because people love that sort of thing. And those moments are impossible to capture in the studio. User-generated content. Going on. Key drivers for behavior. That means what influences them to make certain decisions. So, in the top 10, it's a very big list, but in the top 10, you've got your usual suspects in more or less the order you would imagine. Kids today want control. They want to decide what they listen to when they want to. They want mobility. They want to take their music wherever they go. Funny enough, ownership is still in there. Owning an MP3 is still important to them. Now, this is that generational gap that I was talking about. So we were born in the time of CDs. So owning CDs is important to us. And we grew up with that. It's a culture, it's a habit. For these millennials, they were born in the MP3 age. So having owning a digital file of ones and zeros is important to them. They have a digital file which they can copy from device to device, from computer to smartphone. And having that ownership gives them some sort of security. So that's that generational gap. And I'll put it to you now that the next generation, after the millennials, the kids who are born after 2010, where there is no MP3, where everything is just streaming and YouTube, they won't care about ownership. So what I'm trying to exhibit to you is that every generation is born into a set pattern, which they carry through their adult life. But at the moment, things are changing very, very rapidly. So if you look at the teenagers and children of today, you'll get a good idea of where we'll be in a few years. So the top 10, after that, of course, number 5, they want a large choice. 20 million songs, 30 million songs like iTunes and Spotify.
Discovery is important for them. Price is only number 7, right? So if you're a music service today, you should be looking at the top 6. Price is not the most important thing to them. Now, the most interesting part is between 10 and 20 are, you know, increasingly trivial sort of issues for kids. The funny thing is, from 20 onwards are the things that major labels are trying to do, right? They're not focusing on the top 5 or the top 10. Number 19, that I can flip through a booklet with lyrics and pictures. All this money that majors are investing into lovely booklets, digipacks, etc., the 12 to 18 year olds just don't give a shit, right? To own a CD or vinyl, number 21, number 22, special editions, t-shirts, merchandising. Sure, they don't have money at the moment to buy merchandising. They don't go to concerts, etc., but the point is, if you want to capture this audience, you need to be looking at the top 5 and not the top 20. If you're a product manager today trying to design a new service for these people, it would look very, very different. But to finish, number 20, 23, and 24 I found very, very interesting. That I can find and follow artists on social media, Facebook and Twitter. Number 20, in other words, they don't care about Twitter and Facebook, befriending them. That I can see what my friends are listening to. They don't really, really care. It's number 23, number 24, that my friends also like my music. What I found very revealing about that is that that connects us to them. What it means is that the top 10, what it means is that music to them is a deeply personal experience. It's very, very egocentric. It's about the way it makes me feel, right? And no matter how they consume their music, what format, what device, whatever it is, they consume it for the same reasons that we consume it, for a deeply personal reason. So that's the message in the whole story. So thank you very much for your time. I'd like to thank Pop Academy for letting me give this presentation, Jana, Juan and Ramona for the whole study. Thank you very much. Und vielen Dank an Shiggs für diese Präsentation. Extrem spannende Daten, wie ich finde. Ich habe schon jetzt mit dem Gedanken gespielt, dass ich möglicherweise meinen Radiokanal einfach auf YouTube streame. Möglicherweise wird das Ding der Zukunft sein. Wir hängen massiv hier in der Zeit. Ich möchte wenigstens noch in der vorgegebenen Zeit Thomas Krüger die Möglichkeit geben, unseren Horizont zu erweitern, was die politische Verantwortung angeht, wenn wir für Jugendliche Inhalte produzieren und auf welchen Kanälen wir das tun, was wir sozusagen dort mitnehmen. Das möchte ich jetzt gleich noch machen. Danach wird es eine Diskussionsrunde noch geben. Wir werden sie auf jeden Fall noch anschieben. Das ist natürlich verfügungsfreie Zeit für alle, ganz klar. Also keine Verpflichtung, hier sitzen zu bleiben. Aber ich glaube, das ist einer der spannendsten Parts, wenn sozusagen die Sprecher dann aufeinandertreffen. Wir haben danach eine Mittagspause sozusagen. Hier wird die Bühne nicht betrieben werden. Wir können also hier noch ein bisschen ausfransen das Ganze und ich werde das auch tun tatsächlich. Schicks, vielen Dank für den Vortrag. Danke. Fürs Nächste gleich noch in der Diskussionsrunde. Ich darf Thomas Krüger von der politischen Bildungszentrale, Zentrale für politische Bildung, natürlich auf die Bühne rufen. Großen Applaus bitte. Herr Krüger, ich hoffe, ich habe es richtig eingeführt, was die politische, moralische, gesellschaftliche Verantwortung angeht, die an Produzenten natürlich auch liegt, wenn sie für Jugendliche Inhalte produzieren. Es gibt momentan von der Zentrale für politische Bildung verschiedene Tools. Das eine ist YouTuber gegen Nazis zum Beispiel, wo sozusagen dafür gesorgt wird, dass auf YouTube auch darauf geachtet wird, junge Menschen zu einer offenen Welthaltung möglicherweise zu bringen, zu überreden, zu überzeugen. Und Farbe zu bekennen vor allen Dingen. Und auf der anderen Seite gibt es noch das Projekt Helden. Zeit für Helden, ne? Genau. Wo sozusagen in verschiedenen Clips Situationen durchgespielt werden. Was bedeutet es eigentlich, Zivilcourage zu zeigen? Können Sie eine kurze Überschrift über Ihren Vortrag jetzt geben, damit wir wissen, was uns erwartet? Also im Grunde genommen versuchen wir mit einer relativ alten, eingeführten Institution wie der Bundeszentrale, die ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schon gegründet worden, auch junge Zielgruppen zu erreichen. Und das ist kein einfaches Unterfangen. Wir kommen, wenn man so will, tief aus der Gutenberg-Galaxis und haben viel Papier bedruckt in den letzten Jahrzehnten.
Das schaffst du aber heute nicht mehr an Inhalten rüberzubringen mit diesen klassischen Formen, sondern die Gesellschaft hat sich diversifiziert und es gibt Leute, die lesen eben nicht mehr Bücher, sondern konsumieren multimediale Inhalte. Und in dem Zusammenhang ist uns eben wichtig, politische Bildung auch ein Stück als Aktivierung zu begreifen. Nicht nur als Informationstransfer, sondern als partizipatives Szenario, Lernszenario, in denen sich junge Leute einbringen und eben ohne, dass man das Ende schon vorher plant, eben einen Meinungsbildungsprozess initiieren. Dazu suchen wir Partner und die finden wir sowohl in der Netzcommunity als auch im klassischen Fernsehen. Und zwei Beispiele habe ich eben mitgebracht. Hat die Bundeszentrale schon einen eigenen YouTube-Kanal? Wir bewegen uns in anderen YouTube-Kanälen, aber wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Aber ehrlich gesagt würde ich auf den YouTube-Kanal der Bundeszentrale für politische Bildung nie freiwillig draufgehen. Deshalb rechnen wir natürlich damit, dass die Leute sozusagen dahin gehen, wo es sie selbst interessiert. Das sind ihre Stars, das ist, sind die Distributionsmöglichkeiten über Social Media. Und da bewegen wir uns natürlich sozusagen selber als Netzwerker und versuchen eher viral zu agieren, als einkanalig unsere Institution zu präsentieren. Also eine Form des Hijackings sozusagen, aber im Sinne der politischen Bildung. Herr Krüger, okay. Auch hier, genau, Motivationsapplaus. Ja, ich will kurz mal vorstellen, wie wir versuchen, junge Zielgruppen zu erreichen. Erstmal zu der medialen Nutzung ganz kurz in Erinnerung zu rufen. Wir wissen, dass heute neben den klassischen medialen Kanälen vor allem das Internet genutzt wird. Und was wir auch wissen aus den Medienbefragungen, vor allem der sogenannten Jim- und der Kim-Studie, dass die mediale Nutzungsdauer insgesamt zugenommen hat. Also es ist nicht so, dass mit der Einführung neuer Medien es quasi dazu kommt, dass alte Medien verschwinden, sondern alte Medien haben Fortbestand und neue Medien kämpfen eben um zusätzliche Zeitressourcen und deshalb ist die Gesamtzeit insgesamt von medialer Nutzung gewachsen. Wir wissen, dass vor allem, was die Bewegtbilder betrifft, die Web-Video-Inhalte stark an Zunahme zu verzeichnen haben und hier vor allem dem Fernsehen Konkurrenz machen. Wir wissen, dass von den 14- bis 29-Jährigen 95% regelmäßig Webvideos anschauen, davon ein Drittel sogar täglich. Das ist eine komplette Revolution, was das Nutzungsverhalten multimedialer Inhalte betrifft, was vor allem das Fernsehen betrifft. Wir wissen das auch, dass vor allem Social Media eine sehr starke Rolle bringt. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber es macht deutlich, dass man sozusagen Social Media Kanäle auch nutzt, um selber zu interagieren. Das heißt, mit den medialen Inhalten selbst, wenn man so will, Kommunikation zu organisieren. Jetzt zu unserer Institution, der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein alter Elefant, wenn man so will, in der politischen Bildung. Es gibt sogar Produkte, die bekannter sind als die Institution selber. Sie alle kennen die schwarzen Hefte, mit denen ganze Generationen in dieser Republik groß geworden sind. Das sind diese DIN A4 Hefte. Heute in der eher jungen Zielgruppe kommen die nicht mehr so häufig vor, weil politische Bildung sich einfach in den verschiedenen Bildungsgängen auch ausgelistet hat. Das heißt, politische Bildung ist vor allem da zu Hause, wo die Leute erstens politisch interessiert und zweitens politisch selber aktiv sind. Also sprich vor allem in den weiterführenden Schulbereich, im gymnasialen Bereich, währenddessen in dem Bereich der Hauptschulen politische Bildung eher kleingeschrieben ist. Das muss man leider so konstatieren. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, 1952, und versucht vor allem den demokratischen Gedanken stark zu machen. Und wir versuchen natürlich, bezogen auf die junge Zielgruppe mit den unterschiedlichsten Formaten, natürlich vor allem wegzukommen von den klassischen textbasierten Geschichten und hin zu multimedialen Geschichten. Wir versuchen auch die Eltern, die keine Ahnung haben, was ihre Kinder sozusagen im Gaming-Bereich treiben, zu informieren und zu coachen, um wenigstens zu verstehen, was ihre Kids da so tun. Die Elternlernen, das ist das Zeichen rechts unten, ist, wenn man so will, eine Art mobiles Fortbildungstool, um Eltern auch mal einen Ego-Shooter vorzuführen und zu zeigen, wo sind da eigentlich die Anhaltspunkte, mit meinen eigenen Kindern zu kommunizieren. Das ist ein Angebot, was auch für Lehrer sehr attraktiv ist. Wir richten uns in unserer Arbeit natürlich an den entsprechenden Zielgruppen aus, wie das auch Fernsehsender tun. Wir haben das vorhin bei Joyce ja mitbekommen.
Und hier orientieren wir uns vor allem an den soziokulturellen Untersuchungen und Panels. Das ist eigentlich relativ üblich, auch im Medienbereich, aber auch im Produktbereich, sich nicht nur auf klassische quantitative Befragungen und Panels zu konzentrieren, sondern zu fragen, in welchen Milieus bewegen sich Leute, wie rezipieren sie in diesen Milieus, wer sind die Keyplayer, die Peers dieser Milieus, und von daher entwickeln sich natürlich auch entsprechende Formate. Wenn Sie sich dieses Kartoffeldiagramm ansehen, finden Sie die eher traditionellen Milieus auf der linken Seite, die klassisch modernen Milieus in der Mitte und die postmodernen Milieus eher rechts. Das ist, wenn man so will, auch die Zeitachse. Das heißt, in den letzten 15 Jahren, sagt die sozialkulturelle Forschung, hat sich quasi die Gesellschaft ganz stark postmodernisiert. Das heißt, die Traditionsmilieus haben sich mehr als halbiert. Und auch die modernen Milieus haben sehr viel an Teilen der Gesellschaft in den postmodernen Sektor abgegeben. Sie sehen in dem oberen Bereich eher bildungsaffine Milieus, das ist die Bildungsachse, wenn man so will, auf der linken Seite nach oben. Und im unteren Bereich eher die bildungsbenachteiligten Milieus. Wir versuchen eigentlich mit diesen empirischen Ergebnissen so umzugehen, dass wir auf die speziellen Zielgruppen auch die Angebote zuschneiden. Zwei Projekte möchte ich Ihnen kurz skizzieren. Einmal YouTuber gegen Nazis, das ist eine On- und Offline-Kampagne gegen Rechtsextremismus. Hier haben wir mit Partnern in der Netz-Community zusammengearbeitet. Und die Idee ist relativ simpel. Wir haben versucht, einen Song, und zwar, ich spiele Ihnen einfach mal ein Beispiel vor. Die Außenseiter sind das. Also Sie sehen, um was es geht. Das sind relativ bekannte YouTube-Stars wie Außenseiter, Albertusson, Simon de Sioux und so weiter, die quasi eine Cover-Version produzieren von Blumios Hey Mr. Nazi Song. Eine kanalübergreifende YouTube-Kampagne haben wir hier realisiert. Und in den verschiedenen Kanälen der YouTuber sind sozusagen die Beiträge zu sehen und auch verlinkt worden. Und du kannst natürlich als User dann die Sachen kommentieren oder dazu Stellung beziehen oder die Videos eben teilen. Wir hatten insgesamt in dem letzten Dreivierteljahr über 15.000 Kommentare. Das heißt also, die Idee, die Leute zu aktivieren, Stellung zu diesen Themen zu beziehen, zu diesen Videos, ist relativ gut aufgegangen. Hier einige Beispiele. Wir haben versucht, dann in der Phase 2 und 3 diese Kampagne auszuweiten und quasi mit den YouTubern sowohl eine Summer Road Tour gemacht und bei verschiedenen Festivals Auftritte organisiert, als auch ermutigt, sozusagen die Community selber solche Videos, also Cover-Versions zu erstellen und ihnen dazu das Know-how versucht zu vermitteln. Das haben natürlich die YouTuber selber auch organisiert. Das ist relativ gut gelaufen. Wir hatten über 230 Teilnehmer, 240 Beiträge, 4.900 Facebook-Fans, also in der relativ kurzen Zeit über 500.000 Nutzer, doch ganz schön Betrieb, die sich da eingeklinkt haben. Wir haben quasi
die YouTuber selber einbetten können bei der Verleihung des Webvideopreises und den Videodays. Und es gab entsprechenden Livestream und natürlich die Möglichkeit, diese Videos abzurufen. Also das Netz nimmt einen wichtigen Platz sozusagen in der Realität, in der Lebenswelt der jungen Leute ein. Fernsehen ist aber nach wie vor, wenn man so will, ein wichtiges Leitmedium der Unterhaltung und Informationsbeschaffung. Und deshalb versuchen wir auch mit dem Bereich des Fernsehens zusammenzuarbeiten. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen da sozusagen weniger unser Partner sein kann, sondern junge Leute bewegen sich im privaten Fernsehen weitgehend. Und deshalb haben wir hier auch in den letzten Jahren verschiedene Formate entwickelt, mit Sido beispielsweise eine Wahlaktivierungssendung 2009. Wir haben mit Joko und Klaas eine Staffel gemacht, eine Art Politikquiz, ahnungslos, und das sehr stark eingebunden in weiterführende Angebote im Netz. Und was ich Ihnen jetzt noch kurz skizzieren will, Zeit für Helden, gerade gelaufen auf RTL 2. Wenn Sie an die Bundeszentrale für politische Bildung denken, denken Sie nicht automatisch sofort an RTL 2. Aber wenn man bestimmte Inhalte an Bildungsbenachteiligte transportieren will, braucht man solche Partner. Da führt kein Weg vorbei und da bleibt kein Auge trocken. Die Idee der ganzen Geschichte ist relativ simpel. Es geht um die klassischen Geschichten wie Antiziganismus und Antisemitismus. Und das wird übersetzt in ein entsprechendes Format. Es ist ein inszeniertes Format mit versteckter Kamera. Das heißt, es wird sozusagen eine Situation gespielt, die antiziganistisch, antisemitisch ist und dann aufgelöst durch eine Moderatorin. Aber es werden sozusagen live Leute eingefangen, die sich eben damit auseinandersetzen. Und das wird sozusagen als positives Beispiel der offensiven Auseinandersetzung mit, wenn man so will, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dargestellt. Es ist ein relativ niedrigschwelliges Angebot, in der Tat, in allen Feuilletons in den letzten Wochen besprochen. Ja, na klar mäkeln die rum, weil sie immer an RTL 2 rummäkeln. Und die Leute sozusagen, die diese Kritiken schreiben, kommen natürlich aus anderen Milieus, vollkommen klar. Aber sie haben alle durch die Bank weg Respekt gezollt dafür, dass man mit einer Strategie dieses Thema angegangen ist. Eine Strategie, die eben aktives Auseinandersetzen mit Antisemitismus, mit Islamophobie, mit Antiziganismus tatsächlich gutieren. Also Rassismus im Alltag kommt vor, das ist ganz klar. Aber wie setze ich mich damit auseinander, ist die entscheidende Frage. Und es ist nicht eine Frage, die man delegieren kann an irgendwelche Leute, sondern es erfordert eigenes Handeln. Zeit für Helden ist mit CEO Entertainment produziert worden. Wir haben die Produktionsgesellschaft beraten, also wissenschaftliches Know-how zur Verfügung gestellt in der Entwicklungsphase. Aber dann, als es sozusagen zum Sender kam, sind wir als Bundeszentrale für politische Bildung ausgestiegen. Das hat rechtliche Gründe, da es in Deutschland die Staatsferne des Rundfunks gibt und wir als staatliche Einrichtung nicht senden dürfen. Deshalb arbeiten wir quasi nur im Bereich der Produktionsentwicklung und der Services in dem Bereich mit Produktionsgesellschaften zusammen, die ihre Programme dann an die Sender verkaufen. Die beiden Doppelfolgen sind jetzt im Juli gelaufen. Die Quoten waren im Senderschnitt und das ist relativ interessant, weil normalerweise ist RTL 2 ja eine völlig politikfreie Zone. Und diese Beispiele zeigen eigentlich, dass man mit dem richtigen Format tatsächlich auch niedrigschwellig politische Inhalte, aktivierende Inhalte in diesen Senderformaten platzieren kann. Es gab zusätzliche Angebote auf bpb.de, auf unserer Website, Voting-Tool, ein Quiz-Game, Hintergrundinformationen und Argumentationshilfen. All das ist möglich. Mein Fazit, ob im Fernsehen oder im Internet, off oder online, die Bundeszentrale für politische Bildung bringt junge Zielgruppen mit politischer Bildung eben in unterschiedlichsten Formen zusammen. Dort, wo diese sich aufhalten, das ist ganz wichtig. Wir versuchen eben nicht von oben herab, sondern immer auf Augenhöhe unsere Inhalte zu transportieren und sie partizipativ zu organisieren, weil sonst hat so eine Einrichtung wie unsere überhaupt keine Chance, mit den Inhalten zu reüssieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind schon längst über der regulären Zeit. Ich möchte nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen, ohne vielleicht eventuelle Fragen zu hören. Das heißt also ab sofort, wir werden uns auch gleich, wenn das Bedürfnis noch da ist, zusammensetzen. Würde ich mich interessieren dafür, ob das Publikum irgendwelche Fragen schon hat. Also gibt es irgendjemand, der interaktiv rückmeldet und sagt, das würde ich ganz gerne noch wissen. Dann bitte, wir reichen Mikros rum dafür. Ansonsten möchte ich jetzt gerne bitte nochmal alle auf die Bühne bitten.
Schicks und Carsten Kolmus und auch die zwei Kollegen von Street. Setzt euch. Du kannst es auch so lassen. Also eine Frage, die mich jetzt noch brennend interessiert, erstmal an die beiden Kollegen hier links von mir. Das ist einmal Raphael Beger und Jacob Gondwi, die beide an der Street University sozusagen arbeiten. Das ist ein Projekt, das sich sozusagen mit Inhalten, mit Jugendlichen direkt auseinandersetzt. Kulturarbeit könnte man das Ganze nennen. Die machen auch eine Redaktion für ein Popkulturmagazin im Grunde, kann man sagen, oder? Habt ihr euch jetzt angesprochen gefühlt? Denn ihr seid ja im Grunde gerade erst der Zielgruppe entwachsen. Jacob. Willst du mal anfangen? Ich muss erst mal überlegen, was ich ja sagen soll und so. Also das heißt, fühlst du dich angesprochen, wenn es heißt, du kaufst keine CDs, du bist eigentlich nur auf YouTube unterwegs, das ist die Art und Weise, wie man dich erreichen kann, Smartphone und so weiter. Raphael, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich und ich denke mal auch Jacob und wie alle anderen auch, sind öfters mal auf YouTube unterwegs und oder laden sich auch teilweise illegal Sachen runter, wie jeder Jugendliche das auch so macht und wenige kaufen CDs. Ich muss auch sagen, dass wir noch in der Generation waren, wo früher, also als wir noch so 10, 12 waren, hat man noch CDs gekauft, das weiß ich noch. Oder eher geschenkt bekommen von den Eltern? Nee, gekauft auch, aber wäre auch geschenkt. Okay, aber du würdest trotzdem sagen, dass du Schicks ungefähr richtig liegt mit der Annahme, dass man im Grunde sich auf CDs nicht mehr konzentrieren muss, Smartphone, YouTube und das ist es gewesen. Genau, das sind jetzt so mediale Portale, die das eben ermöglichen, Musik zu hören und jetzt nicht mehr CDs und also es wird weniger konsumiert, genau. Ihr macht selber ein Kulturmagazin, auf welchem Kanal wird man das dann kriegen können? Wir sind jetzt gerade dabei, eine Webseite zu gestalten, wo wir unsere eigenen Sachen halt drauf machen können. Aber sonst, wenn wir Musik machen, sind wir halt die ganzen Songs und so auf YouTube veröffentlicht und so. Ist das sozusagen auch, wo du unterwegs bist und dir Musik anhörst, Spotify auch nicht dein Fall? Ich downloade, also von YouTube aus downloade die Lieder und dann mache ich halt hier auf mein Smartphone und dann... Was würdest du zuerst aus dem Fenster werfen? Ein Kassettenrekorder. Hast du noch einen? Ja, mein kleiner Bruder hat es eigentlich. Okay. Ich bin mit seiner Meinung einverstanden, dass Musik halt sind Gefühle-Sachen, weil man hängt einfach mit Kumpels ab, man hört halt ein paar Musik, so Musikarten, die man halt gemeinsam hört. Aber wenn man zum Beispiel nach Hause geht, man schaltet auch seine eigene Musik ab, was man sich bewegt, weil Musik hat ist wie ein Gefühl, was jemanden bewegt und so deshalb. Zu dem Vortrag von Schicks, der viele interessante Daten hat, die möglicherweise auch Carsten Kolmus von Joyce sehr interessiert haben und mit Sicherheit auch Thomas Krüger. Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt also rausfinden, Smartphone, YouTube, das sind die beiden großen Dinger, ne? So in deiner Rechnung 100% im Grunde. Macht es dann überhaupt noch Spaß, terrestrisch zu senden? Na klar macht es Spaß. Also wir haben ja gesehen, lineares Fernsehen ist immer noch wichtig oder der große Bildschirm ist völlig wichtig. Auch in der Gymstudie, du hast ja zitiert, wenn du da fragst oder abfragst, was sind die drei wichtigsten Geräte, dann ist es das Smartphone, dann ist es der Fernseher und das der Computer. Das heißt, das ist Teil des Ganzen. Die Nuancen sind gar nicht so groß, aber das Musik... Ich sehe ein leises Lächeln über das Gesicht von Schicks gehen. Würdest du dem zustimmen bei dem Fernseher? I agree. No, I agree. Yeah. There is a segment for it. There is a place for it. Certainly. Absolutely. Yep. Okay. I think the market is much more fragmented. People can choose what they want. And the thing is, there is more distraction. So today, television has a problem that with a smart, even if you've got a massive flat screen television in front of you, it's a smart TV now, which means that you've got internet on it, you've got YouTube on it. So you can skip from Joyce to YouTube and you can jump around. Attention spans are shorter these days. The kids that we surveyed, sometimes they hesitate to watch a film for 90 minutes because it's too long. Because we're looking for shorter entertainment. Attention spans are getting shorter. We're typing shorter emails and SMSs. They want choice. And so keeping somebody's attention, even on a big television, is difficult. Wie geht ihr damit um? Das stimmt ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite siehst du auch, dass beispielsweise Serien, die klassische, also A, Kino ist das Thema, das gibt es noch, fast zu Hause und nicht mehr außen. Und das Thema, dass ich mir eine komplette Staffel von Breaking Bad irgendwie am Wochenende reinziehe mit Kumpels. Das ist ja da. Auf der einen Seite, ja, du hast recht, der Content ist kurzweiliger und es ist kürzer in der Summe, aber es gibt eben auch das. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir zwar TV machen, aber das TV auch so machen, dass es auf YouTube funktioniert oder umgekehrt, dass wir YouTube-Inhalte ins TV zurückholen. Also klar, du kannst es nicht singulär betrachten. TV ist ein Distributionskanal für uns.
Es ist der, der mit dem größten Aufwand im Moment betrieben wird, weil es sehr teuer ist einfach. Aber für uns ist klar, dass die Masse und das, was wir erreichen, eher im Digitalen als im TV sogar ist. Ja? Und das bei vielen Dingen so. Du siehst auch heute, wenn du Reichweiten von Germany's Next Topmodel im TV mit einem Videoabruf absiehst, wenn du das auf eine junge Zielgruppe runterbrechen könntest, würdest du sehen, dass diese Zielgruppe wahrscheinlich das nicht klassisch über einen großen Screen schaut oder vielleicht über einen großen Screen, aber da den YouTube-Kanal von ProSieben oder wie auch immer oder uns schaut. Ja. Du wolltest noch was dazu sagen? Carsten has a point. And he also mentioned TV-Series. What HBO, what Netflix, all of these guys have realized is that TV-Series, where you have a series, where you can make people come back to the same place to get the next one, is the only way to keep your audience. With Joyce, what they do is they create brand new, unique content. But with the digital world, once the content is out once, you're going to find it everywhere. You can't control it once it's out once. So you have to keep on coming up with new content. And Joyce can do that. They can keep coming up with new content. With TV series, you need to come out with a new series every single week. Because once it's out once, then you can get it from everywhere else. But that's the whole thing that Netflix has figured out, Joyce has figured out. Yes, to capture an audience, you need new content every time. And you can't control content once it's out. Wie ist das mit der Aufmerksamkeitsspanne, wenn ihr eure eigene Pop-Magazine konstruiert? Achtet ihr auf solche Geschichten auch? Wann steigt ihr aus? Wann würdet ihr weiter skippen, Raphael? Ich glaube, das kann Jakob am besten. Das ist der große Skipper von euch, genau, ja? Was für die Frage? Also achtet ihr selber darauf, wenn ihr euch jetzt um euer Magazin kümmert? Wie lang darf das Ganze sein? Wie lang dürfen Filme sein? Wie lang dürfen Texte sein? Also Musik, bei Musik ist halt also immer so 2 Minuten, weil sonst fährt, wenn man zu lange macht, dann ist es einfach zu langweilig. Und beim Filmen soll man halt wenigstens so 5 Minuten machen, weil also 10 Minuten, entweder ein Kurzfilm, dann 8 Minuten oder 10 Minuten und so. Und ja. Schaut ihr Joyce? Ja, wir gucken ja Joyce. Also schaltet auch im Fernsehen immer so Joyce an. Das heißt, die machen das schon irgendwie richtig? Die machen ja schon richtig. Und so, also die Strategie, wie die das geplant haben, ist eigentlich ganz gut mit den Jugendlichen. Und dass die auch so ein Thema mit, also politischen Thema haben, weil es gibt auch Jugendliche, die sich für politische Themen sehr interessiert sind. Und es gibt auch andere Jugendliche, die halt nur für Musik interessiert sind. Und ich finde ja ihre Strategie echt gut gemacht. Vorhin schon kurz angesprochen, habt ihr Bock, dauernd interaktiv mit dabei zu sein, das Programm mitzugestalten? Oder sagst du irgendwie hier, Telefon mal zur Seite legen, ey, lass mich mal in Ruhe? Na, ich würde schon gerne mitgestalten, auf jeden Fall. Also es ist ja, ich will auch das Interesse von den Gleichaltrigen auch vielleicht erwecken. Ich weiß ja auch, was sie mögen, weil ich ja selbst im Alter bin. Tja, auf jeden Fall mitgestalten. Also das heißt, dein Zeitkontingent lässt das auch noch zu, beim Gucken von Joyce auch gleich noch irgendwie zu tweeten und zu texten und entsprechend sich selber vielleicht da auch zu vermarkten? Genau, auf jeden Fall, weil ich meine, jeder hat ja ein Smartphone heutzutage und wenn man man kann ja auch auf der Couch liegen, ich meine, ist ja kein Problem. Solange man das Smartphone hat und da tweeten kann, ist ja kein Problem. Das geht ja alles sehr schnell und praktisch und ist ja kein Riesenaufwand, würde ich mal sagen. Thomas Krüger, vielleicht abschließend, ist die Attention Span ein Problem für die Vermittlung von politischen Inhalten? Ja und nein. Also ich glaube sozusagen, dass der Weg, den suchen sich junge Leute sowieso selber. Also ich will mal ein Beispiel nennen, was eigentlich sehr viele Leute auch im TV-Bereich überrascht hat. Das war diese Second-Screen-Geschichte. Also das Format Berlin Tag und Nacht bei RTL 2 beispielsweise ist relativ unter Senderdurchschnitt eine ganze Weile gelaufen. Und als die Leute mitgekriegt haben, dass quasi Second Screen passiert und genauso viele Facebook-Fans da waren, wie eben Leute zugeguckt haben, hat sich das Format völlig gewandelt und ist dann zum Quotenspitzenreiter bei RTL 2 geworden, weil eben sozusagen die Leute nicht mehr nur konsumieren wollen, sondern auch kommentieren, sich austauschen wollen mit ihren Freunden. Und das heißt sozusagen, dieser Moment der Hybridisierung klassischer medialer Form, der spielt heute immer eine stärkere Rolle, nimmt auch zu und er macht eigentlich Institutionen wie unseren, aber auch Fernsehsendern deutlich, dass die Zukunft darin liegt, den Konsumenten selber partizipieren und zum Co-Produzenten, wenn man so will, werden zu lassen. Wenn man das nicht im Kopf hat, dann wird man eigentlich auch die Zielgruppen nicht mehr erreichen. Das zum Abschluss dieser Diskussionsrunde, die wir etwas abkürzen mussten, weil wir massiv in der Zeit schon hängen und ich auch die Leute nicht dazu zwingen möchte, hier zu hungern. Die Herren, alle wie sie hier sitzen, sind natürlich auch noch hier weiter auf der Veranstaltung und sind sicherlich Fragen aufgeschlossen.